Hallihallo, moin und willkommen. Wir sind wieder hier auf der Hopfach unterwegs und ja, Ballpressen ist angesagt. Das Ballenchaos, nenne ich es mal, unten am Hof ist beseitigt. Das habe ich alle schon mal eingelagert. Der Ballensammelwagen ist auch schon entleert und er ist auch schon wieder auf die 58 unterwegs. Da lagen ja noch zwei Ballen rum. So, und wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ich sehe aber auch, dass irgendwie vermutlich der Drescher blockiert wird. Das heißt, da müssten wir vielleicht auch mal demnächst hinschauen, falls sich das nicht automatisch löst. Aber ich würde trotzdem gerne erstmal hier dieses Feld fertig pressen. Damit wir eins nach dem anderen dann eben fertig bekommen. So, was mir da klar eben noch aufgefallen ist, als ich das Stroh weggebracht habe, wir haben noch jede Menge Silage im Lager, die wir auch noch verkaufen könnten. Das heißt, da werden wir auch noch mal, denke ich, gutes Geld bekommen. Ja, es ist wirklich die Überlegung, ich glaube, wir werden das machen und uns irgendwo eine Wiese kaufen, weil das Equipment dazu haben wir ja. Und ich glaube, Silage bringt uns massenmäßig einfach mehr, wie jetzt irgendwie erstmal noch ein Feld mit Sorghumhirse zum Beispiel. Da sollten wir uns irgendwas nicht zu Kleines aussuchen. Und ja, dann daraufhin einfach hinsparen. Können wir ja gleich mal machen, wenn wir hier durch sind und das Drescher-Problem beseitigt haben. So, das heißt, der hier fährt dann auch auf die 110. Da darf er dann gleich weitermachen. Ja, ich hatte ja gehofft, dass der Drescher sich vielleicht irgendwie selbst befreit, aber scheint nicht so zu sein. So, bei der Getreidemühle ist die Gerste verbraucht. Das heißt, da können wir auch gleich mal den Betriebszweig deaktivieren. Muss ja nicht unnütz Kosten produzieren. So, der. Ah ja, der. Der Ballensammler ist auf der 58. Das ist sehr gut. Was sagt denn eigentlich unser Kompostmaster? 141.000? Ja. Da könnten wir mal irgendwann anfangen, wirklich die Gewächshäuser einmal richtig voll zu machen. Das heißt, wir fangen irgendwie beim ersten Gewächshaus an und füllen das auf, bis es voll ist. Und dann eins nach dem anderen weiter. Das wäre mal eine interessante Maßnahme, die wir auch ins Auge fassen sollten. So, aber erstmal hier noch schnell das bisschen. So, ab geht's. Wieso? Muss ich nicht kapieren. Letzter Wegpunkt. Nö, Drescher.
Du solltest vermutlich, würde ich sagen, hier einfach weitermachen. Genau. Warum du das nicht gemacht hast, weiß ich nicht. Ach nee, wir sollten, bevor wir das machen, ballen. Erstmal hier die beiden und dann, während der rüberfährt auf die 84, können wir uns dann um das den Kompost erstmal kümmern. Ja, und wir wollten wegen der Wiese schauen. Oh. Oder einer Wiese. So, komm, lass uns mal erstmal hier schauen. Es ist halt die 110, wäre schön nah, aber 1,8 Millionen. 96. 335, das würde sogar noch passen. Die 115 wird auch nicht gerade wenig sein. 1,2. Wir können uns ja erstmal sowas wie die 96 ins Auge fassen. Ja, hier die 74 zum Beispiel noch. 400.000 ist auch nicht. Aber das ist halt von der Form her ein schönes Feld. Wir können da ja mal kurz hingucken. Erntereifes Gras. Ja, es ist schön, dass du hier rumpiepst. Du darfst noch nicht arbeiten. Du musst erstmal hier Pause machen. So, genau, ich wollte, hier wollten wir Kompostbaren. So, was haben wir denn noch? Strom ist noch ein bisschen Hackschnitzel. Ah ja, stimmt, Hackschnitzel war ja das Problem. Dass wir da langsam aber sicher das Zeug uns ausging. Ich erinnere mich da an was. Jetzt würde ich sagen, wir fangen hier bei dem letzten Gewächshaus, das wir gesetzt haben, fangen wir an und befüllen einfach mal. Befüllen, befüllen, befüllen. So, oh, der Ballensammler ist auch schon angekommen. Ja, das macht mir jetzt ein bisschen Stress wieder. Aber komm, wir laden hier einmal ab und bis der dann wieder vollgeladen ist, ups, können wir so lange Ballen sammeln. Sind wir hier wirklich schon voll? Das ist ja das Kleegewächshaus. Das müsste der hier sein. Kompost, Tatsache, voll. Weil wenn wir das irgendwann schaffen, dass die Gewächshäuser voll sind und der Komposter vielleicht auch noch voll ist, dann sind wir gut. So, danach geht's für dich weiter auf die 110. Ja, gut. Zeit haben wir heute noch genug.
Ja, vielleicht schaffen wir es sogar, das Haferfeld auch noch zu ernten, bevor der Regen kommt. So, das war's hier. So, wir gucken mal nochmal, wann sollte denn der Regen einsetzen? 14 Uhr. Hallo? Na gut, er sucht wieder die Straße. So, der ist voll. Was ist mit dir? Berechne Pfad. Ja. Na, guck mal, wir sind hier wirklich schon fast durch. Aber wir bekommen das nicht alles hier rein. Das macht aber nichts, weil wir können den Drescher mit hochnehmen und können dann oben abladen. Nein, 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 ja. So, das wäre nämlich hier dann das Feld. Wo ist denn das? Hier. 164. Genau, da fährst du mir dann einfach hin. Das hier, das müsste doch eigentlich. Ja, doch. Dann müssen wir. Genau, du dann auch zur 164, wenn du abgeladen hast. Drescher. Wir brauchen den Drescher. Wir kopieren den Drescherkurs. Und. Das war falsch. Wir kopieren den Drescherkurs, hauen den hier rein. Erster Wegpunkt, los geht's. So, wir haben aber gesehen, der ist fertig. Das heißt, der fährt jetzt auch so, wie er ist, so gefüllt hoch auf die 164. Dann machen wir ihn da oben leer. Und dann kann er mit dem Haferdreschen loslegen. So machen wir das. Und wir werden uns gleich wieder in den Big M stürzen und noch ein bisschen Kompost fahren. Da kommen wir nicht rum. Jetzt haben wir uns aber richtig blöde festgefahren. Oh gut, dann stoßen wir mal da so ein bisschen rückwärts in den Wald rein. Naja, geht doch. Guck mal. So, jetzt gucken wir uns das Gewächshaus auch gleich an. Ist das der hier? Ne. Der? Keine Ahnung, welches das war. Aber noch haben wir ja. So, dann machen wir hier noch mal eine Obstsammelrunde. Das müssen wir ja auch eben alle
paar Stunden mal machen und in der Hoffnung, dass wir neue Früchte haben. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Äpfel. Äpfel sind sehr wichtig. Und irgendwas wird hier blockiert. Das kann eigentlich nur die Ballenpresse sein. Ja, schauen wir uns gleich an. Ja, mal wieder Pfirsiche. Haben wir ja so wenige von. Halt. Du musst mit hier. Danke. Ja, ist da noch irgendwo eine Palette? Ja, hier steht was und da steht auch noch mal ein bisschen Apple. So, wer wird hier... du wirst wieder wegen dem Ballen, du willst zurückfahren und... Kannst es nicht, ne? Genau. So, dann haben wir gesagt, wir machen den schon mal startklar zum Kalken. Das heißt, einmal Dünger raus und erstmal hoch zum Shop fahren. Beziehungsweise wir könnten mal schauen, ob wir hier noch... Ah, komm, nee, Kalk ist so günstig. So, nochmal. So, jetzt sind wir leer. Das heißt, einmal zum Shoppi. So, der ist unterwegs. Naja. Wir machen das diesmal ein bisschen schlauer. Wir fahren erst ein Stück zurück. Und dann schlagen wir hier ein. Okay. Hier scheinen wir auch voll zu sein. So, dann kommt das nächste. Das sieht doch dann alles schon mal sehr gut aus. Gucken wir mal. Hier fehlt Kompost, hier fehlt Kompost. Der ist voll, also der Dreier und der Vierer sind voll. Das heißt, ich vermute mal, dass wir jetzt hier am Zweier gewesen sind und das andere dann die Eins dementsprechend ist. Ja, wie gesagt, es füllt sich. Den wir nicht gut genug drunter. Weil noch sehe ich hier irgendwas in die 40k Kompost. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir den voll laufen. Aber wir machen erst einmal Feierabend für den Moment. Morgen dann wie gewohnt 5 Uhr. 5 Uhr geht's weiter. Schaut rein bei